Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's Splinter Cell. Letztes Mal sind wir ja hier stecken geblieben. Ich bin immer noch... Nein. Also. Also wartet. Es stand irgendwas von... Ich drücke einfach irgendwas. Wenn ich nichts drücke, dann würde er bleiben. Kann es sein, dass ich, wenn ich ja zu lange brauche, durchfalle? Es ist ja jetzt wie ein Tutorial, eigentlich. Ich hab's geschafft! Wow! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich abbrühe. Vielleicht für die keine Ahnung. Um sich an einem Balken oder Rohr entlang zu hangeln, müssen sich Unterstellen springen drücken. Also. Die markieren hier ja alles schön. Springen. Oh, das ist so eine geile Sicht. Oh, während sie an einem Rohr hängen, müssen sie C. Ja, das ist ja klar. Hallo? Okay, so sind wir ein bisschen schneller. Dass der das aushält. So, Sam. Und der hoch, hoppdalida. Oder wie man das halt sagt. Eben unter uns ist diese Anzeige. Wenn wir im schwarzen Bereich sind, dann. So. Sie werden genauso wie seine Leiter hochsteigen. Das ist aber nett, dass sie uns das alles Schalter benutzen. Um die Tür müssen sie Aktionen für diese Taste. Sie überwinden. Aha, okay. Das ist aber ein cooler Trainingsparcours. Ich hoffe nur, dass ich da nicht drankomme, wenn ich nicht. Stellen Sie sich vor die Wand und drücken Sie Q. Wenn Sam eine Ecke erreicht, wird er um die Ecke sperren. Sam kann auch schießen, während er dir. Wenn sie. Wird sich dann wieder von der Wand. Na gut. Cool. Das ist so geil, es klappt und es laggt nicht mal. Oh fuck. Bist du zu fett? Oh nein. Cool. Das ist cool. Das finde ich sehr cool, dass ich das spielen kann. Ich habe im. Ich muss jetzt mit meinem sozusagen defekten Ding spielen. Also nicht mit meinem Ding, sondern mit meinem Headset. Ich hoffe, ihr hört das alles. Ich habe hier keine Ahnung. So wie ich es höre, ist eigentlich gut. Mit meinem Headset zu spielen, ich muss mir ein neues holen. Das geht so schnell kaputt. Also so schnell ein halbes Jahr. Weil ich höre jetzt auch in YouTube, ich muss das Headset ausstecken, weil sonst höre ich Scheiße. Ich höre nur Stimmen. Also Stimme ist. Der Hals, jetzt dachte ich muss da runterspringen. Das würde ja überhaupt nicht wehtun, nein. Oh, wie lange nehme ich auf? Nicht so lange, denke ich. Das finde ich sehr cool, ich hoffe... Gute Arbeit, Fischer. Sobald du herausgefunden hast, wie du über das Tor kommst, beginnen wir mit dem Training für die Geheimoperationen. Wenn Sam eine Seele könnte, kann er und versuchen, diese durch Sprung von einem nahegelegenen Punkt zu erreichen. Versuchen Sie sich nahe an eine Seitenwende zu stellen. Drücken Sie erneut die Sprung und drücken Sie erneut, wenn Sie in der Luft befinden. Na, ja, sogar Doppelsprung kann er, ja. Hahaha, geil. Ich habe keine Ahnung, wie. Sam. Mach mir nicht so eine Angst, Mann, Sam. Dann mache ich die auf. Tür abgeschlossen. Ich möchte...
Hallo. What the fuck? Das ist gar kein Horror-Game. Wieso erschreck ich? Ich möchte das den ganzen Tag spielen. Ah, gut. Automatische Speicher. Ich denke, ich mache mal einen kurzen Cut. Ja. Bis dann.